das muss, das muss. Und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen hier mit meiner Maus. Bei mir zu Hause, in meinem Bett, durchs Internet. Oh, Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen. Denn wir sind die Kings von morgen. Bereit? Für unsere Tour. Hast du es vergessen? Sorry. Aber wir machen doch vor jedem Pitch eine Fahrradtour. Das ist Tradition. Wir haben das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Genau. Und am nächsten Tag haben wir gewonnen. Was? Ich hab's Iris versprochen, dass ich ihm im Garten helfe. Und das kannst du nicht absagen? Ich hab's versprochen. Ich bin mir sicher, wir gewinnen auch so. Ich nicht. Was? Gertrud stürzt immer noch bei zu vielen Befehlen ab. Wirklich, Mika. Das ist eine minimale Fehlfunktion. Die beheben wir später. Aber heute müssen alle Unterlagen zu Frau Armani, damit die Jury sich einlesen kann. Und? Und das Fehlerprotokoll, das wir gefälscht haben. Das haben wir nicht gefälscht. Das ist ein Blick in die Zukunft. Wenn du Gertrud 2.0 gefixt hast. Außerdem wird das eh keiner merken. Darum geht es aber nicht. Du hättest dir was brechen können, weil Gertrud noch nicht richtig funktioniert. Habe ich aber nicht. Außerdem ist das unfair für die anderen. Die anderen vertuschen doch auch ihre Probleme. Meinst du? Na klar, ein bisschen Schummeln gehört eben dazu. Also. Ich helfe Sirius im Garten. Hallo. Was machst du denn hier? Ich wollte nur dafür sorgen, dass Leon sicher ankommt. Was natürlich überhaupt nicht cringe ist. Und du hast wirklich alles? Ja. Ist ja nicht das erste Mal, dass Leon hier schläft, ne? Was soll das denn heißen? Nichts. Nichts. Also, ihr arbeitet ja heute länger an eurem Projekt. Bis maximal 23 Uhr. Und du darfst dann in einem unserer Gästezimmer übernachten. Alle anderen Regeln bleiben bestehen. Das gilt für Gäste und für EinsteinerInnen. Dann sollten sie die da aber im Auge behalten. Sag mal, ist dein Hexenbesen kaputt oder was machst du noch hier? Ich zeig dir mal dein Zimmer. Bis gleich. Bis morgen, Leon. Bis morgen, Leon. Und? Schon einen Plan, wie du an Schiller vorbeikommst? Wieso? Zu mir kannst du ehrlich sein. Na, du und Leon. Ihr wollt doch bestimmt im gleichen Zimmer pennen. Du meinst absichtlich? Na klar. Das gibt Ärger, wenn wir erwischt werden. Ich wollte es nur gesagt haben, ich würde dir den Rücken frei halten. Ist ja schließlich die letzte Gelegenheit vor den Ferien. Woher weißt du denn, dass in den Karotten keine Würmer drin sind? Das weiß ich nicht. Das war ein Witz. Das sieht man schon. Das ist doch nur ein Regenwurm. Guck mal hier. Lecker. Den kann man hier einfach wieder runterlassen. Alles gut? Ich muss gleich die Unterlagen für den Pitch abgeben. Und? Du hast ja für den Rocket Express mit allen Gruppen gesprochen. Ja, fast allen. Glaubst du, dass alle ehrlich waren? Ich meine, wie gut ihr Projekt funktioniert? Du meinst, ob manche was verschweigen? Sowas wie die Sicherheit eines Fahrrads? Was? Nein. Wie? Kaspar hat ganz schön große Töne gespuckt und sich dann an der Hand wehgetan. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Wenn du meinst. Und nein, ich weiß nicht, ob alle ehrlich waren. Aber ich meine, immerhin musst du am Ende mit deiner Entscheidung leben können. Deswegen mach am besten das, was du für richtig hältst. Und du wohnst echt im Internat? Das muss so cool sein. Ist es. Macht total viel Spaß. Hi. Du willst gerade gehen? Ja. Oh. Danke für die Rettungsaktion. Habe ich jetzt einen Wunsch frei? Du kannst mich haben. Also als Teammitglieder. Natürlich nur, wenn du willst.
Bist du noch sauer? Nein, überhaupt nicht. Dann ist ja gut. Total. Ist das nicht ein bisschen viel? Bist jetzt auch der Chefredakteur von Mein Sex geworden, oder was? Du bist also doch noch sauer. Es tut mir so leid. Es ist nur so, ich werde dich auch nicht bei Frau Armani verpetzen. Aber als Chef bin ich einfach mega unter Druck gesetzt. Ich hoffe, du verstehst das ein bisschen. Kannst du bitte wieder mitmachen? Wir müssen doch über den Zukunftsbild berichten. Nur wenn ich darüber schreien darf, woran ich glaube. Und woran glaubst du? Kaspar. Auch nicht schon wieder. Doch. Ich meine, er hat das Testhandy von Rena und Chiara geklaut. Und jetzt will er auch noch die Probleme von seinem Projekt vertuschen. Ich hätte Mika heute fast dazu gebracht, dass er es gesteht. Hast du Beweise? Ich habe Menschenkenntnis. Das reicht nicht aus. Dann viel Spaß, aber ohne mich. Du kannst mich doch nicht einfach so hängen lassen. Wer lässt dir wen hängen? Hm? Ja, merkst du selber. Mika? Projektinfo ist abgegeben? Check. Ich muss dir was sagen. Okay. Ich habe das ungefälschte Dokument abgegeben. Was? Warum hast du das gemacht? Weil es das Richtige ist. Willst du etwa, dass wir verlieren? Nein, aber so möchte ich auch nicht gewinnen. Wir haben doch zusammen beschlossen, dass wir den anderen Bericht abgeben. Ich fand es aber falsch. Ohne vorher mit mir darüber zu reden? Sirius hat gesagt, ich soll das tun, was ich für richtig halte. Du hast es Sirius erzählt? Nein, ich habe es nicht Sirius gesagt. Er hat es selbst herausgefunden. Kapierst du es nicht? Sirius wollte von Anfang an, dass wir den Zukunftspitch verlieren. Nee, Sirius ist mein Freund. Er manipuliert dich. Und das schon die ganze Zeit. Ich kann gut meine eigene Entscheidung treffen, ob du es glaubst oder nicht. Sirius will uns nur auseinanderbringen. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Kein Ding. Wie findest du es? Super schick. Wollen wir noch mal die Zeit stoppen, die wir für die Präsentation brauchen? Auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass Fine in die Jury gelost wurde. Wer? Ein Mädchen aus meiner Schule. Und die stellt sehr gerne unangenehme Fragen. Ihr mögt euch nicht besonders? Nicht so. Fangen wir an? Gut. Frau Schiller hat ja gesagt, dass wir länger arbeiten können. Aber sie hat auch gesagt, dass irgendwann Schluss ist. Oder wolltest du wieder, also die ganze Nacht mit mir arbeiten? Denkst du denn, dass so viel zu tun ist? Ich will einfach jede Minute nutzen, die wir haben. Du nicht? Absolut. Und so eine Nacht hat viele Minuten. Vielleicht sind wir ja schneller fertig, als wir denken. Willst du nicht mit ins Internat? Doch. Ich freue mich auf die Arbeit. Zusammen. Zusammen mit dir. Cool. Und heute Abend machen wir uns so richtig schön gemütlich. Mega. Ich helfe dir. Okay, das ist nett. Danke. Auch noch einräumen? Klar. Das ist nett. Ist doch das Mindeste. Du hilfst uns ja auch. Was meinst du mit uns? Uns alle. Schön, dass das mal jemand auffällt. Du passt auf, dass wir beim Zukunftsprojekt keine Fehler machen. Dass alles fair abläuft. Okay, was willst du von mir? Dass du auch mal auf dich aufpasst. Wenn du noch einmal was mit Mika machst oder weiter rumschnüffelst. Dann was? Kannst du dir ja denken. Willst du damit hin? Auf den Dachboden. Okay. Ich dachte, wir wollten es uns gemütlich machen. Ich bringe noch was zu essen und zwei Taschenlampen.
Das ist total süß. Super. Dann bis nachher. Ist alles okay? Alles super. Tipps haben sie in sich. Ey, der blockiert den ganzen Kühlschrank mit seinem Automatenkack. Stress wegen des Wettbewerbs? Nein, alles perfekt. Es ist nur Mika. Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass er checkt's einfach nicht, wenn andere Leute ihn ausnutzen wollen. Hast du ihm das so gesagt? Red einfach noch mal mit ihm. Er ist sauer auf mich. Dann entschuldige dich. Kaspar hat dir gedroht. Ich habe es gesehen. Was? Warum? Der ist doch viel kleiner als du. Ja, Kaspar findet, dass ich rumschnüffle. Aber das sieht ja mal dann auch so. Das stimmt gar nicht. Du hast gesagt, meine Anschuldigungen gegen Kaspar sind Quatsch. Nicht wortwörtlich. Okay, wow. Du hast gesagt, ohne Beweise sind das alles leere Anschuldigungen. Es tut mir leid, wie ich mich in letzter Zeit verhalten habe. Und ich würde es gern wieder gut machen. Und wie hast du dir das vorgestellt? Indem wir das machen, was guten Journalismus ausmacht. Wir decken auf, was im Zukunftswettbewerb manipuliert worden ist. Und was ist mit den Beweisen? Wenn wir alle zusammenarbeiten, bin ich mir sicher, dass wir die Wahrheit nachweisen können. Gut recherchierte und einwandfreie Beweise. Und lass mich raten, was die am Ende sind, entscheidest du. Das entscheiden wir zusammen. Also, seid ihr dabei? Klar, Schwester. Ich auch. Worauf warten wir? In 100 Metern abbiegen. In 90 Metern abbiegen. Hi. Tut mir echt leid wegen vorhin. Du bist mein allerbester Kumpel. Und? Und außerdem gewinnen wir den Zukunftspitch auch sowieso. Eher nicht. Nicht? Mit meinen lamen Ansagen, als Gertrud 1.0 geprankt wurde, haben alle gelacht. Das heißt, du willst das Ganze witzig machen? Schaffen wir das denn jetzt noch? Wenn du mir hilfst? Auf jeden Fall. Cool. Oh, lecker. Möchten Sie? Na, da sage ich nicht nein. Danke. Also, was haben wir? Sirius hat bei der Prototypenpräsentation Chiaras Handy in Kaspars Rucksack gesehen. Weil er es geklaut hat, damit Rena und Chiara rausfliegen. Aber Kaspar hat es doch zurückgegeben. Nach Ewigkeiten, weil ich ihm auf die Schliche gekommen bin. Das können wir aber nicht beweisen. Ich hab's. Ich gehe mit einem versteckten Mike zu ihm und bring ihn dazu, dass er alles gesteht. Das checkt er, glaube ich. Dafür ist er zu schlau. Könnte man nicht mit den GPS-Daten des Handys herausfinden, wo es sich befunden hat? Ja, wahrscheinlich. Kann das einer von euch? Nein. Aber Julia hat gestern Avas Fahrrad geklaut. Sheesh. Braucht die Schwester Geld? Nein, sie hat's für Ava zurückgeklaut. Ava ist was Gutes passiert und ich bin mir sicher, sie will was zurückgeben und uns helfen. Und Ava kann hacken. Ja. Super. Dann finde ich heraus, wo Kasper in der Zeit war. Wenn es die gleichen Orte wie beim Prototyp-Handy sind, dann haben wir unseren Beweis. Genial. Dann haben wir jetzt aber nur noch ein Problem. Und zwar? Ich habe Frau Armani Analysen und Auswertungen des Abschlusspitches versprochen. Ich könnte meine Follower fragen, ob sie uns helfen. Das bringt was? Unterschätze nie die Reichweite eines Beauty-Channels. Okay. Und ich? Du schreibst den Artikel. Okay. Was soll ich denn jetzt machen? Ist doch klar. Wirklich? Sag ihm einfach die Wahrheit.
Welche Wahrheit denn? Na, wenn du es nicht weißt. Hast du mir gerade zugehört? Ja, sorry. Ich wollte nur nichts einreden. Irgendwie will ich Leon schon die ganze Zeit sehen. Aber zusammen übernachten finde ich irgendwie komisch. Hä? Warum? Was ist, wenn ich pupsen muss? Jeder muss mal pupsen. Und meine Beißschiene, die brauche ich in der Nacht. Ich finde die cool. Ich finde, du siehst damit aus wie ein Boxer. Eben. Dann sag halt ab. Aber Leon freut sich voll und übernachtet extra hier. Und ist ja auch süß, wie viel Mühe er sich gibt. Was willst du denn jetzt? Keine Ahnung. Dann entscheid dich. Musst du gerade sagen. Ich hab aber noch massig Zeit. Bis morgen. Mehr als du. Du bist echt eine Freundin. Egal, ob du in eure Decke pupst. Oder ob du die Nacht in deinem Zimmer schläfst. Leon muss damit klarkommen. Sonst ist er nicht der Richtige. Verstanden? Ah, und wenn er nicht der Richtige ist, darf ich Charlotte dann in den Hintern treten? Kannst du sagen, wo das Handy in dem Zeitraum war? Mit den Daten von GPS, Mobilfunkstationen und WLAN? Ziemlich genau. Und? Es war im Maislabyrinth, am anderen Ende von Erfurt. Zu einem Zeitpunkt, wo fast alle am Einstein im Stadion waren. Du bist eine Zauberin. Nur online. Ein Bleistift in der Form eines Maiskolbens. Ganz sicher. Ja. Nach der Prototypveranstaltung war Kasper im ShareSpace. Hast du ihn gesehen? Nee. Tut mir leid. Aber das Bewegungsprofil. Ich schick's dir rüber, dann kannst du abgleichen, ob das Kaspers Bewegung war. Mein Opa fährt schneller als du! Bitte da abbiegen, wo der Daumen links von der rechten Hand ist. Der Schule zum Mittagessen und von da zum ShareSpace. Okay, jetzt aber richtig. Okay. Mein Opa fährt schneller als du. Bitte da abbiegen, wo der Daumen links von der rechten Hand ist. Ich muss mal los. Ich habe alles abgeglichen, was ich herausfinden konnte. 100% Übereinstimmung. Da, wo das Handy war, war Kasper auch. Und das am Tag der Präsentation. Und den Tag danach. Das heißt, er hat es geklaut. Und du kannst loslegen. Bin schon dabei. Und? Sieht total gemütlich aus. Ich will hier eigentlich gar nicht schlafen. Echt nicht? Tut mir leid. Ich find's total schön, dass du hier bist. Aber irgendwie will ich heute Nacht in meinem Bett sein. Was? Ich find's auch keine gute Idee. Ich dachte, du willst, dass wir so viel Zeit wie möglich zusammen haben. Will ich auch. Du nicht? Doch, voll, aber das hier ist irgendwie weird. Ja. Sollen wir einfach was zusammen snacken? Und an unserem Pitch arbeiten? Ich muss dir noch was sagen. Okay. Ich habe eine Beißschiene. Ich muss dir auch was sagen. Ja? Ich finde, Beißschienen sehen cool aus. Super gerockt! No shit! Danke. Also, wirklich vielen Dank, dass ihr mir geglaubt habt. Aber
Ich würde Kaspar gern die Chance geben, sich zu verteidigen. Aber warum? Evan, es ist wasserdicht. Und wie soll es gehen? Indem wir den Artikel nicht veröffentlichen. Richtig. Ich finde es nicht fair, Kaspar so bloßzustellen. Aber genauso wenig, wenn er damit davonkommt. Aber dann musst du mit ihm reden. Genau. Also, seid ihr dafür? Das entscheiden wir gemeinsam. Und ich bin dafür. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Gut, dann suche ich mal Mika, beziehungsweise Kaspar. Wir sind die Pinguine und spielen gerne Football. Wir tanzen auf dem Eis, drehen uns um. Hey, ein Zeitspiel mache ich hier zu, ja? Klar. Gut. Wir sind die Pinguine und spielen gerne Football. Wir sind die Pinguine. Hi Mika, hast du eine Minute? Klar, was gibt es denn? Das hier. Was ist das? Ein Artikel. Worüber? Kaspar. Also genauer genommen über Kaspar und dich. Der Artikel wird zwar nicht hochgeladen, aber du solltest ihn besser mal lesen. Hier. Mach damit, was du willst. Alles klar? Was hast du da? Was ist denn hier los? Mika hat mir gerade von der Prototypenpräsentation erzählt. Okay. Davon, dass ihr Renas und Chiaras Handy geklaut habt, damit ihr aus dem Wettbewerb ausscheiden. Was? Und? Dass ihr bei dem, was Gertrud 2.0 kann, immer wieder geschwindelt habt. Haben wir gar nicht. Den Bericht, den wir abgegeben haben, der war vollkommen wahr. Weil ich nicht auf dich gehört habe. Dafür sind wir doch ein Team. Mal hab ich recht, mal du. Okay, Jungs, folgender Vorschlag. Ich gehe jetzt in das Lager und räume noch etwas auf. Und ihr sprecht jetzt erstmal miteinander. Und wenn ihr mich braucht, dann holt ihr mich. Okay? Aber so ein unfaires Verhalten hat seine Konsequenzen. Ich hoffe, das wisst ihr. Was wird das hier? Ich habe Frau Armani gesagt, dass wir nicht mehr beim Wettbewerb mitmachen. Was? Wieso? Weil ich nicht mehr in deinem Team sein will. Und ohne Team kein Wettbewerb. Daneben alle. Von morgen.